2015. Komm in die Lagune, denn da ist es heißer. Wir beginnen das neue Jahr genauso, wie wir das alte Jahr aufgehört haben. An selber Ort und Stelle. Wir sind noch hier munter umgeben von lauter Monstern. Ja, sind eigentlich nur noch zwei und so ein paar furchteinflößende Spinnen, die hier rumschwimmen. Aber wir sind hier in Sicherheit in unserem schönen Gewächshaus und gucken mal, wie wir das hier noch weiter ausgebaut bekommen. Aber schon cool. Schon cool. Ganz ehrlich. Jetzt hätte ich ehrlich gesagt Bock, das hier auch alles mit Glas zu machen. Boah, hätte ich da Bock drauf. So einen richtigen unterirdischen, im Wasser eingelassenen Glaspalast. Alter Falter. Dafür, Entschuldigung, muss ich erstmal aufstoßen und Sand sammeln. Und zwar wie ein Verrückter. Ja, so sehr wie ich die Judäische Volksfront hasse, muss ich jetzt Sand sammeln. Aber dafür muss ich hier erstmal entfliehen und auch ein bisschen Glas opfern, würde ich sagen. Habe ich jetzt Lust, hier durchzuschwimmen? Ja, komm, wir schwimmen hier durch, weil das werden wir eh alles hier noch wieder abbauen müssen. So, in der Hoffnung, dass wir jetzt nicht sofort noch attackiert werden von irgendwelchen panischen Creepern, die jetzt hier alle verbrennen und so. Da hinten die sind leider auch nicht ganz ungefährlich. Und hier haben wir leider die größten Sandvorkommen in näherer Umgebung. Da visiert mich schon das Skelett an und der kommt auch auf mich zu. Ach, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal, ich verschwinde hier. Ja, und wie das immer so ist mit Sand suchen oder mit Suchen im Allgemeinen, ich muss einfach zusehen, dass ich mein Zuhause wiederfinde. So, wir sind jetzt hier erstmal ganz ordentlich beschäftigt. So, hier haben wir leider Sandsteine. Ja, mit dem können wir nichts anfangen. Aber damit schon. Die Spinnen tun uns ja von sich aus nichts. So schlau bin ich ja dann schon. Aber irgendwie nervt mich das Geräusch trotzdem. Alles Sandstein. Können wir nichts mehr mit anfangen. Ach, meine Güte, was machst du denn da? Jetzt kriegst du es aber auch um die Ohren. Ich weiß, du wolltest wahrscheinlich nichts Böses, aber wer mich so direkt anfällt... Ganz ehrlich, ich erschrecke mich da so doll, ne? Also, mir läuft da schon so die Gänsehaut den Rücken runter. Das ist schon ganz lustig. So, das ist doch alles ganz cool. Mich hat das ja immer ein bisschen angenervt, diese ganzen Slender-Videos, ne? Dass die das immer so mega zelebriert haben, wie sie sich da erschrecken. Und ich glaube auch, na, ab einem gewissen Punkt ist das dann auch ziemlich zur Masche geworden. Und man, ja, hat sich dann lieber einmal zu viel erschreckt als zu wenig, selbst wenn es vielleicht, wenn man dann vielleicht nach einer Zeit auch ein bisschen abgestumpft war. Aber gut. Kann ich alles schlecht beurteilen, ich habe selber nicht gespielt. Die sind da noch irgendwie zugange. Ich will halt ungerne Wasser hier reinlassen, solange hier noch irgendwo Sand ist, den ich abbauen kann, auch wenn das alles schnell geht. Ja, das war's. Auch wenn das alles schnell geht, ist es im Wasser halt immer langsamer. So, voll gut gemacht. Flüchten wir mal hier noch ein bisschen. Guck mal, hier auch noch ein paar Sandvorkommen. Das wird leider alles trotzdem nicht reichen für meinen Glaspalast. Ich brauche so unfassbar viel Sand. Das Problem ist halt, ein Sandding, was ich hier abbaue, ist halt auch einfach nur ein Glasding. Ja, im Gegensatz zu Holz, ja, wo ich einen Holzteil ernte, ja, wie nennt man das, abbaue und daraus diese Planken mache, da habe ich ja doch schon irgendwie 4:1 oder keine Ahnung, wie das Verhältnis da war. Ich weiß, ich müsste das mittlerweile eigentlich wissen. Aber ungefähr so, ne, nach dem Prinzip. Ich bin übrigens sehr gespannt auf eure Anrufe. Ich
Ich muss mal unbedingt wieder den Anrufbeantworter abhören. Das werden wir leider in diesem Video nicht mehr schaffen. Aber mal schauen, ob mir jemand von euch noch frohe Weihnachten gewünscht hat und ein frohes neues Jahr wünscht. So, dann gehen wir erstmal weiter auf Sandsuche. Wir haben 21 Sand und 64. Das ist ja schon mal ganz ordentlich. Reicht aber leider noch lange nicht. Glücklicherweise gibt es genug Sand hier auf der Welt. Sonst muss ich mir mal ein Boot bauen und nochmal so eine schöne Wüste suchen. Ah, cool. Praktisch. Sand, oh Sand. Macht eigentlich Stefan Raab auch immer noch diese Silvester-Sendungen? Ich bin eigentlich ziemlich baff darüber, dass Raab immer noch so ein relevantes Format ist. Weil ich habe mal Leuten erzählt, so ja, ich müsste unbedingt mal wieder TV Total gucken, einfach um mitreden zu können. Und dann haben mir die Leute nur gesagt, sei kein Narr, sei nicht verrückt. Es ist furchtbar schlecht geworden. Es ist unglaublich... toll. Das ist mir mal ein Fail-Knopf wert hier. Es ist überhaupt nicht witzig und mega eingerostet alles und ja... Glaube ich auch. So ein Format läuft sich tot und wenn Raab selber keinen Bock mehr darauf hat und so... Der war natürlich früher mit einer irrsinnigen Leidenschaft dabei, so echt tatsächlich ungefähr mit einer ähnlichen Philosophie, wie die Bild- und Tonfabrik das Neo-Magazin produziert. Allen voran natürlich der Moderator Jan Böhmermann, der auch wahrscheinlich doch wesentlich mehr arbeitet, als er bezahlt bekommt. Genau, und das betrifft halt wirklich alle bei der BTF. Ah, ich muss atmen. Und ich hoffe einfach mal, dass das auch entsprechend honoriert wird, dass möglichst viele dann auch das Neo-Magazin nachts gucken im Hauptprogramm und dann auch möglicherweise das Publikum einfach wächst und andere Formate erkennen, dass man mit wahrer Leidenschaft auch eine Menge erreichen kann. Dass sich das auszahlt in irgendeiner Weise. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber Stefan Raab hat sicherlich auch in seiner Anfangszeit unglaublich viel Engagement gezeigt und sehr viel Idealismus in seine Arbeit gesteckt. Und naja gut, das zahlt sich dann eben dadurch aus, dass man dann noch 10 Jahre weiter völlig lieblos, uninspiriert und... Ja, was weiß ich was, mir fehlen die Attribute, halt dieses Format TV Total einfach betreiben kann. Und man zehrt dadurch immer noch so ein bisschen von den geilen Sachen, die man halt früher mal gemacht hat. Oder bin ich jetzt einer von diesen Geschichts... Ja, wie heißen die denn? Von so Miesepetern, die dann sagen, ah, früher war alles besser, früher war alles viel lustiger, das Fernsehen war viel besser und bla, alles war besser. Eigentlich möchte ich nicht so jemand sein, weil ich auch... großer Verfechter bin, dass das nicht stimmt. Ich werde auch andauernd gefragt, ob die Popmusik früher besser war. Das kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Okay, gucken wir mal, dass wir hier noch ja, irgendwie mal raus aus dieser Strömung kommen und vielleicht noch mit den letzten Sonnenstrahlen wieder hier reinfinden, weil das ist ja jetzt gar nicht so einfach, das Loch wieder zu finden. Da ist es aber. Okay, das haben wir schon mal hingeschickt. Dann würde ich sagen, backen wir mal. In der Hoffnung, dass wir auch noch genug Kohle haben. Aber es wird schon. So. Ah, Sand haben wir eigentlich jetzt echt eine Menge.
Es geht dann doch irgendwie schneller, als man so denkt. Man ist so dabei, man labert so ein bisschen, baut dabei ganz chillig ein bisschen Sand ab und zack, hat man irgendwie hier 300 Blöcke abgebaut. So, ja, wie habt ihr denn Silvester gefeiert, sagt mal? Habt ihr Party gemacht oder macht ihr das irgendwie ruhig? Ich kann es euch leider noch nicht sagen, weil bei mir das neue Jahr noch nicht angefangen hat, aber ich werde das nachtragen, wenn ich den Eindruck habe, da gibt es etwas Erzählenswertes zu berichten. So, wie mache ich das jetzt am geschicktesten? Ich fürchte, ich muss den Innenraum erstmal mit Blöcken ausbauen, den ich gerne unterirdisch hätte. Was mich übrigens auch nochmal eben interessieren würde, ist, kann ich eigentlich Fackeln unter Wasser aufbauen? Nein, schade. Aber die habe ich jetzt wieder bekommen, ne? Okay, schon mal gut. So, hier schnarcht schon das erste Monster in unmittelbarer Umgebung. Oh, der wird mir leider nichts anhaben können. Die werden mich alle in Ruhe lassen. Von daher kann ich jetzt eigentlich mega unbeirrt hier weitermachen. Ich weiß nicht, ob mich unter Wasser was angreift. Theoretisch kann das natürlich passieren. Aber das Problem ist halt, um das Wasser hier rauszukriegen, muss ich halt den gesamten Innenraum erstmal auskleiden. Oder? Ich würde sagen, das geht nicht anders. Oder kann ich irgendwie mich vergrößern, wenn ich hier so anfange? Das sind alles solche mathematischen Probleme hier. Ich könnte jetzt hier drum so einen Kranz bauen, dann das Innere wieder rausmachen, dann hätte ich hier noch einen tieferen Hohlraum. Ja, ich muss aber definitiv das Wasser als erstes verdrängen. Auf jeden Fall, das geht nicht anders. Ja, ist nicht anders möglich. Ach Gott. Ich baue mir da mal so eine Creeper-Falle. Ich werde das, die Strömung da noch mal ein bisschen verstärken und dass wir wirklich in so ein ganz tiefes Loch fallen und keine Chance haben, da rauszukommen. Ja, soweit so schlecht. Dann gucken wir mal. Soll ich das dann mit Bruchstein auskleiden? Das Problem ist, das Abbauen ist dann wieder so nervig, ne? Habe ich nicht einfach Matsch hier? Wir bauen das jetzt mit Erde aus. So, hier schwimmen schon die ersten Monster mir entgegen. Was haben wir hier? Wow, wow, wow. Wo seid ihr alle? Ich will ja doch schon gerne einen Überblick haben über alles, was mich hier umzingelt. Gerade wenn ich aus meiner Comfortzone rausgehe, oh Hund, anfange hier unterirdisch zu bauen. Sollte man vielleicht echt nachts nicht unbedingt machen. Erstmal, hier haben wir auf jeden Fall noch genug. Hier haben wir auch noch genug. Die haben alle keine Chance. Keine Chance haben die. Diese Viecher. So, da waren schon Pfeil und Bogen zu hören. Ah, guck mal, da oben. Auch in relativ naher Umgebung. Zwei Bogenschützen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die scheinen mich noch nicht mal ins Visier zu nehmen, sonst würde ich... Guck mal, jetzt aber. Komm her, du musst dich nur noch umdrehen. So, hier. Ah, wo warst du denn? Die kommen jetzt hier beide an. Das könnte sogar echt, falls die jetzt durchkommen... Könnte das für mich noch ganz schön heikel werden. Weil in meine sichere Höhle komme ich, glaube ich, nicht so schnell, wenn mich erstmal zwei Bogenschützen anvisieren. Na, sehe ich was? Da. Boah, ich bin ja so ein bisschen in der Versuchung, einfach mal so ein Fenster hier reinzuschlagen. Ja, die sind in allernächster Nähe. Aber, guck mal hier. So nah sind sie mir noch nie gekommen. Vielleicht trauen die sich auch von Nacht zu Nacht mehr. Das weiß ich nicht. Ich fürchte aber nicht, dass sie so intelligent sind. Das sind ja auch immer andere, ne? So. Da sieht er mich. Uhu. Ich weiß, ich habe hier zwar eine Fackel brennen, aber das kann euch doch jetzt nicht abhalten. Mir mal so einen Bogen in die Nähe zu pfeffern. Okay,
zweite Nacht überlebt. Von daher, coole Sache. Tragt diese Lagune weiter in die Welt hinaus und wir sehen uns morgen. Klickt euch ins nächste Video. Macht's gut. Tschüss. Teilen, abonnieren, sonst gibt's den Schulverweis. Also komm in die Lagune, denn da ist es heißer.